So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder mal Samyang-Nudeln am Start, also was ganz Besonderes, eine neue Sorte. Meine Stimme ist auch schon wieder ein bisschen kaputt. Wir haben ja neue Sorten getestet, wir hatten die Quattro Cheese in der Tüte, jetzt habe ich noch zwei Becher übrig. Wir hatten die Rosé, die auch neu sind und die wenigstens so zubereitbar sind wie immer. Wasser kochen, dann die Nudeln abschöpfen und dann auf die Nudeln die zwei Tütchen draufpacken. Heute dreht sich aber alles um diese Sorte von Samyang. Hier steht drauf, das sind die Yambong. Yambong. Jetzt habe ich ja gesagt, ich stehe nicht so auf Suppe. Den Stew-Type zum Beispiel fand ich auch nicht so toll, weil das ja auch eher so ein Einlauf war. Auflauf, Einlauf. Ein Einlauf. Einlauf? Ja, egal. Hier fand ich bei der Tüte cool, dass da die ganzen einzelnen Sorten im Prinzip drauf sind mit ihren jeweiligen Schärfeangaben. Aber wenn ich dieses Feld mal wegkrabbel, dann seht ihr hier, da steht, man muss das Wasser zum Kochen bringen mit den Nudeln. Und in das kochende Wasser mit den Nudeln zusammen packt man schon die zwei Tütchen. Und dann kommen die restlichen Plörre alles in eine Schüssel rein. Das heißt, das wusste ich ja vorher nicht, dann ist das ja auch eher wie Stew-Type, nur halt anders, dass das eher wie eine Suppe ist. Ich möchte das jetzt trotzdem einfach mal so zubereiten, wie ich es immer zubereite. Wasser aufkochen, Nudeln auf dem Teller und dann auf diese Nudeln die zwei Tütchen drauf. Aber im zweiten Teil hier drin werden wir das auch so zubereiten, wie es da steht. Jetzt also erstmal Wasser zurecht machen. So, hier habe ich das Wasser im Wasserkocher, das läuft jetzt schon durch und es sieht auch, wenn ihr das dann auspackt, es sieht halt eigentlich wirklich aus wie eine ganz normale Samyang-Tüte. Aber die Stew-Type waren ja auch in so einer Tüte. Wir machen das jetzt mal hier auf. Nehmen das Nudelnetz raus. Und ich glaube, das ist wieder ein rundes. Ich krieg das nicht hin. Mann, schmeißen wir hier rein. Gucken uns das an. Wir haben hier ein eher rundes Nudelnetz, so wie ihr das in den Bechern immer vorfindet, wie es aber auch bei den Samyang Carbonara war. Heißt das, die Carbonara sind eigentlich auch eher ein Eintopf oder wie? Oder wie stelle ich mir das vor? Diesmal habe ich sogar drei Beutel hier. Einmal Soße, einmal Flakes oder irgendwas und einmal Öl, sodass ihr wirklich eine Suppe daraus macht. Aber wir machen es jetzt normal wie immer. Weichen das erstmal auf. So, wir haben das Wasser hier reingegossen. Die Nudeln sind jetzt auch einigermaßen weich. Deswegen werden wir die auch gleich wieder hier abgießen. In den Nudelsieb rein. Bisschen Wasser abtropfen lassen. Das soll ja eigentlich eine Suppe werden. Trotzdem auf den Teller rauf. Und ihr seht, die Nudeln sehen ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Trotzdem sehen sie genauso aus wie beim Carbonara. Aber ich habe extra nochmal geguckt. Auch beim Carbonara sollt ihr normal die Nudeln machen. Und dann die Soßen und das Pulver auf die Nudeln drauf. Hier aber nicht. Aber wir machen es trotzdem jetzt so. So, da bin ich mal gespannt. Du kannst 100.000 Mal sagen, dass du das jetzt falsch machst und so machst. Es wird trotzdem Leute geben, die dann dir reinschreiben, hey, du hast es aber falsch gemacht. Wir nehmen erstmal das eklige Öl. Machen das Öl auf, schmieren das da drauf, was ja eigentlich dafür da ist, dass wir eure Suppe schöne Fettaugen bekommen. Wir kriegen jetzt halt hier das schmierige Öl einfach auf die Nudeln drauf. Hätte man eigentlich sogar jetzt weglassen können, aber wer weiß, ob das nicht noch ein Geschmacksträger ist. Vielleicht ist es Chiliöl, macht es besonders scharf. Wir können ja mal probieren. Schmeckt muffig. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Muffiges, fettiges Schmieröl. Dann haben wir trotzdem ein Tütchen von der Samyang-Soße, die dann ja total flüssig werden würde. Ihr seht, schwarze Samyang-Soße. Beziehungsweise hier, die ist auch wieder ein bisschen heller. Die ist eher ja, dunkelbraun, könnte man sagen. Jetzt kommt das Musige. Erst war es flüssig, jetzt wird es dickflüssig, jetzt sieht es wieder aus wie Pflaumenmus. Von der Konsistenz und von der Farbe her passt das dann immer ganz gut. Gerade zum Schluss, auch hier wollen wir mal probieren, wenn wir den Rest rausgequetscht haben.
Das schmeckt irgendwie trotzdem anders. Erstmal hat es einen komplett anderen Geschmack. Dann kommt aber dieser Samyang-Geschmack im Nachhinein ein bisschen durch. Aber in erster Linie schmeckt das anders als alles andere, was ich hier gesehen habe. Hier weiß ich nicht genau, was da drin ist. Wir machen es einfach mal so auf. Da fällt jetzt lauter Zeug raus und ja. Schöner wäre es, wenn man das jetzt hier direkt auf die Nudeln streuen kann. Da ist das Suppengrün mit drin. Wir versuchen es mal so, um euch zu zeigen. Hier ist das ganze Suppengrün. Aber wenn ihr das alles so essen könnt, dann könnt ihr es sicherlich auch auf dem Teller essen. Ansonsten wollen wir euch das nochmal zeigen, was hier für dicke, fette Fleischbrocken rumschwimmen. Das ist jetzt unser Teller hier. Den wollen wir jetzt mal probieren. Ich muss mir aber noch kurz eine Gabel holen, weil ich gerade gesehen habe, ich habe die Gabel vergessen. Die brauche ich doch. Wie will ich denn sonst die Nudeln rummachen? So, ich habe mir noch fix eine Gabel geholt, weil ich möchte das ja auch mal irgendwie ein bisschen rummachen, dass sich das Öl mit den Nudeln vermischt, dass sich die Soße mit dem Öl vermischt. Dadurch vermischt sich auch die Soße mit den Nudeln, weil das Öl hat sich ja schon mit den Nudeln vermischt. Und dann denke ich mal, wird das trotzdem eine Geschmacksvielfalt bieten. Es hängt und klebt jetzt auch alles zusammen. Und in dieser Tüte waren wirklich Fleischstücke mit drin. Guckt euch das an. Da sind Fleischstücke in dem Tütchen mit drin gewesen. Ihr habt da jetzt eine Brathähnchensuppe. Ich weiß nicht genau, was das für Fleisch ist, egal. Einmal falsch gemacht. In dem Pack sind auch keine 5. Das sind nur 4. Da würde ich wohl der Bianca und der Shenaya jeweils ein Päckchen dann geben. Ich brauche eigentlich nur 2. Eins zum so testen, eins zum richtig machen. Und dann können die sich mit dem Rest rumplagen. Wir haben es jetzt schön durchgemischt. Jetzt gehen wir mal hier in die Nudeln und probieren mal. Irgendwie hat das eine sehr prägnante, säuerliche, aufdringliche, gleichzeitig scharfe Note. Alles irgendwie zusammen. Ich finde trotzdem den Geschmack interessant, wenn jetzt einer kommt und sagt, ey hier, soll ich dir so eine Portion machen? Würde ich sofort ja sagen. Auch wenn das jetzt keine Suppe ist, dann kann man das so trotzdem essen. Was ich immer wieder unglaublich finde, vielleicht soll ich die 5 Minuten Terrine, soll ich es auch immer ohne Wasser machen, einfach nur die Nudeln abkochen, das Pulver so mit essen. Also es brennt und bitzelt auf jeden Fall auf der Zunge. Aber irgendwie ist es eine angenehme Schärfe. Die hat es beim Heat Level 3 von 5. Darüber sind meistens dann nur die Too Spicy. Und dann auch halt die normalen, glaube ich. Ist also okay. Kann man also so aushalten und so essen einfach nebenbei. Sehr interessant, aber ich glaube, ich werde es trotzdem in der extra Folge machen, dass wir noch mal eine Packung machen und die wirklich mal so zubereiten, wie es drauf steht,
wo ich jetzt schon weiß, wenn der Geschmack eh der gleiche ist, dass ich das so besser finde, dass du die Nudeln so zum Essen hast, als dass du da so einen riesen Topf hast mit Suppe, wo du dann rausschlürfen sollst. Aber ich habe mir extra so eine Glasschüssel gekauft. Also, ich finde es gut, aber weil er so schwer ranzukommen war und es auch wieder nur ein Viererpack ist und ein Viererpack von denen teurer sind als ein Fünferpack von den anderen, die ich sonst immer esse, würde ich lieber bei den Oldschool-Fünferpacks bleiben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr die Sorte? Wenn ja, schreibt's rein. Habanero Lime haben wir auch noch. Müssen wir auch noch testen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.